ich kam zur Musik von der Cécile Chaminade, indem ich eigentlich letzten Sommer, als ich so neues Repertoire geübt habe, im Keller nach Noten gesucht habe. Dazu muss man sagen, mein Vater ist selber Konzertpianist, ja, und hat so mit 16 sein Studium angefangen und hatte nebenher aber noch Privatunterricht bei einem Pianisten namens Wilfried Magian. Und dieser Wilfried Magian, der war selber noch Student von Cortot und war halt auch befreundet mit wirklich vielen bekannten Komponisten wie Ravel und Poulenc und eben auch der Cécile Chaminade. Und er erbte halt, also mein Vater erbte alle Noten von dem Wilfried Magian. Und da mein Vater seit über 10 Jahren in Südamerika, in Buenos Aires lebt, sind seitdem auch die Noten schön verpackt in Kartons im Keller. Und als ich dann so die Noten durchkramte, entdeckte ich eben zwei Kartons voller Cécile Chaminade-Noten. Und da ich nichts anderes zu tun hatte, habe ich einfach mal ein paar schöne Stückchen mir rausgesucht und habe das mal so durchgespielt und habe schnell feststellen können, dass diese Musik unglaublich gut ist und spannend ist und wirklich interessant ist. Da kann man wirklich was draus machen. Cécile Chaminade ist wirklich vielseitig. Sie hat über 200 Klavierstücke komponiert, ja. Und da ist für jeden was dabei. Ja. Also es sind immer schöne Melodien, immer, immer wunderschöne kleine Stückchen, Charakterstücke. Und als ich dann die Stücke so erarbeitete, dachte ich mir, okay, auch rein pianistisch muss ich auch ein bisschen gefordert werden und entschied mich dann also aufzunehmen die Sonate und die kompletten Konzertetüden für Klavier. Und dementsprechend habe ich dann das Repertoire also erarbeitet und fand in den Noten auch einen kleinen Stapel mit handschriftlichen Noten von ihr selber noch. Ein Klavierstück war auch dabei. Und was wirklich spannend war, ein Packen von Noten öffentlich unveröffentlichte Werke. Und so ist das Ganze irgendwie zustande gekommen, ja. Und dann habe ich das Ganze organisiert und letzte Woche aufgenommen und jetzt sitzen wir hier.